Dankeschön für die freundliche Begrüßung. Einen schönen guten Tag. Ich will Sie in eine Welt entführen, die Sie vielleicht aus privatem Interesse kennen, aber die erstmal nichts zu tun hat, ja, nichts ist übertrieben, aber wenig zu tun hat mit Softwarearchitekturen und Methoden und all diesen Dingen. Es geht um Signalverarbeitung, digitale Signalverarbeitung, was da alles möglich ist, von MP3 zu immersiven Klangerlebnissen. Und zu mir selber, ich bin eigentlich ein Wanderer zwischen den Welten. Ich habe mal Elektrotechnik und Mathematik studiert, für die Forschungen später auch zur Promotion in der Elektrotechnik war sehr viel auch zu lernen aus der sogenannten Psychoakustik und wie das Wort schon sagt, Psycho und Akustik sind da zur Biologie und zur Neurologie und all den Wissenschaften auch die Brücken vorhanden. Und zum Dritten kann ich hier noch sagen, was Programmiersprachen angeht, ein Freund von mir und Mitarbeiter hat schon vor langer Zeit den Satz geprägt, dass ich irgendwann in den 90er Jahren die Programmiersprache gewechselt habe von Fortran zu PowerPoint. Also, heute ist PowerPoint dran und es geht um das ultimative Klangerlebnis seinerzeit und heute, ein bisschen Geschichte und auch ein bisschen ganz aktuelle Forschungsergebnisse. Fangen wir mal an mit diesem Traum, die Aufzeichnung von Musik und Tönen wird ja Edison zugeschrieben mit seinem Phonographen, der dann auch versucht hat, daraus eine Firma aufzubauen und der Leute in die Welt geschickt hat, auch für das Bekanntmachen der Technologie und damals gab es sowas wie die ersten Blindtests, ersten Hörtests mit vielen Leuten. Es gab also eine Veranstaltung wie hier und dann ein Vorhang und dann war da ein Phonograph und ein Musiker, zum Beispiel ein Cellist oder auch Sänger, Sängerin und das Publikum sollte sagen, was ist was und es wird erzählt, die Tonqualität war so gut, dass das Publikum den Unterschied nicht hören könnte. Jetzt erste Tonprobe, hören wir uns mal so einen alten Phonographen an. Okay, das klingt jetzt nicht wirklich so, als könnte man den Unterschied nicht hören. Erstens, ich war unfair, die späteren Systeme haben schon deutlich besser geklungen. Aber trotzdem, was ist passiert? Erste Idee, waren die Leute alle halbtaub, sozusagen mein Alter und älter, dass sie die Feinheiten gar nicht mehr hören konnten? Glaube ich eher nicht, hat sicher viele junge Leute interessiert. Zweite Möglichkeit, der Vorhang hat so viel vom Schall weggenommen, dass dahinter wirklich nicht mehr viel Unterschied war. War es wohl auch nicht. Was wohl passiert ist, was man sozusagen im Nachhinein, die Geschichten sind tatsächlich passiert, im Nachhinein analysieren kann, ist, dass es eine Mischung war aus verschiedenen Effekten. Das eine war, dass den Ton wiedergegeben zu kriegen etwas so Neues war, dass die Leute auf bestimmte Nebengeräusche überhaupt nicht gehört haben, die nicht wahrgenommen waren. Und sowas haben wir später auch bei der Entwicklung der Audiokodierung immer wieder beobachtet, dass das passiert. Dass neue Arten des Klangunterschieds erstmal nicht wahrgenommen werden. Und dazu geholfen hat sicher, dass der Cellist lang geübt hat, bis sein Cello so klang wie der Phonograph. Gut, wie sieht es denn eigentlich heute aus? Was können wir an der Stelle? Erstmal Mono möchte ich behaupten, dass das so gut geht, dass man eigentlich den Test wagen kann. Soweit wir Schall wahrnehmen können mit unseren Ohren, so gut können wir ihn auch wiedergeben über Lautsprecher. Allerdings, wenn statt dem einsamen Cellisten hier ein Streicherquartett wäre oder ein ganzes Symphonieorchester oder eine Jazz-Kombo, dann sähe das Ganze sehr viel anders aus. Das wissen Sie alle auch. Wir erkennen sehr wohl, ob wir in einer Live-Performance sind oder ob da irgendwelche Lautsprecher spielen.
Das heißt, das funktioniert bei Weitem nicht so gut. Woran liegt das? Stichwort Klang im Raum. Erst einmal, dass wir sehr viel auf die Reflexionen im Raum auch hören. Der Höreindruck ist abhängig von der Raumakustik. Und wie gesagt, an der Stelle wird zurzeit viel gearbeitet, die perfekte akustische Illusion auch für räumlichen Schall zu bekommen. Ein paar Vorbemerkungen. Ich habe schon gesagt, Biologie, wie sieht das aus? Unser Gehör, kennen Sie sicher aus der Schulzeit noch. Wir haben also die Ohrmuscheln, Ohrkanal, dann Mittelohr, haben wir am Steigbügel, Übertragung ins Innenohr. Und im Innenohr sitzt dann die sogenannte Hörschnecke, die Cochlea. Und auf der sitzen Sinneszellen, die bewegt werden. Und das Ganze funktioniert wie ein bisschen wie ein Spektrumanalysator, sozusagen an verschiedenen Stellen, je nach Frequenz des Schalls, die größte Amplitude der Auslenkung der Zellen, die wiederum direkt auf die Nerven ändern gehen, Nerven feuern und ab geht's ins Gehirn. Das erzähle ich insbesondere den jungen Leuten immer wieder, links funktionsfähige Sinneshärchen, rechts durch zu lauten Schall mechanisch zerstörte. Einfach Achtung, das kommt nicht wieder. Die wachsen nicht mehr. Ja, was passiert dann auf der Cochlea? Und dazu gibt es schon seit vielen Jahrzehnten Forschung, Jahrzehnte bevor es mit der Audiokodierung richtig losging. Und das hier ist eine ganz berühmte Abbildung nachgezeichnet. Wir haben also einen Schalldruckpegel auf der Y-Achse. Wir haben Frequenzen logarithmisch aufgetragen auf der X-Achse und wir wissen alle, bei bestimmten Frequenzen, wenn ein Ton zu leise wird, dann wird er gar nicht mehr hörbar, das ist die Ruhehörschwelle. Was nicht so bekannt ist, sind die sogenannten Maskierungseffekte. Wenn ich einen lauten Schall habe bei bestimmten Frequenzen, zum Beispiel hier als Schmalbandrauschen, dann wird die gesamte Ruhehörschwelle verbogen, so dass alles, was hier drunter liegt, auch aus der Hörbarkeit verschwindet. Kann man sich mechanisch erklären aus diesen Schwingungen auf der Cochlea. Einfach wenn was ganz in der Nähe ist, dann gibt es einfach nicht zusätzliches Nervenfeuern genug, dass das wirklich einen Sinneseindruck im Gehirn auslösen kann. Da geht es also richtig um Mechanik im Endeffekt. Mittlerweile auch sehr gut verstanden, diese Effekte. Und das ist dann sehr frühzeitig in den 80er Jahren von verschiedenen Forschungsgruppen ausgenutzt worden, um erste Ideen für Audiokodierverfahren zu entwickeln. Und dazu eine mittlerweile historische Demo, die das Prinzip vorführt. Nämlich, wenn ich hier zurückgehe und ich quantisiere gleichmäßig die verschiedenen Frequenzen, bekomme ich auch ein gleichmäßiges Quantisierungsrauschen. Wir sagen da in der Elektrotechnik, das ist ein weißes Rauschen, also konstante Leistungsdichte. Und das ist dann je nach Amplitude hörbar. Wenn ich aber ein Modell dieser Vorgänge im Innenohr mit einbaue und dieses Modell nutze und sage, jetzt nehme ich nur Rauschen, was ich künstlich in dem Beispiel erzeuge, was gerade unterhalb der Hörschwelle liegt, sozusagen an der Hörschwelle, dann hören wir es uns mal an, was passiert. Also Originalsignal, wie gesagt, sehr alt, aus einer CD von Paul Simon, Graceland, ein kurzer Ausschnitt. Aua, aua, au, tshwaye legile kanja. Aua, aua, futhi sinsukini sanamhla. Aua, aua, sibona kwenzeka kanja. Aua. Okay, und jetzt mit weißem Rauschen, mit einer Lautstärke, wie es auch keine Hi-Fi-Anlage haben sollte. Es hört sich entsprechend schlimm an. Übrigens Block zu Block gerechnet, also immer für kurze Zeitblöcke die Energie abgeschätzt und dann das Rauschen hinzugefügt. So, und jetzt Rauschen mit derselben Gesamtenergie, aber an der Hörschwelle hinzugefügt.
Awa, awa, abu chwaye legele gancha. Awa, awa, vote sensubini za namcha. Awa, awa, sibona kwenze gancha. Awa. Um zu verstehen, was passiert ist, nochmal die unverstärkten Differenzsignale. Einmal dieses weiße Rauschen, moduliert über den Zeitbereich. Und einmal ein Rauschen, das so alle 20 Millisekunden der Hörschwelle folgt. Insgesamt dieselbe Lautstärke. Das haben wir dazugefügt und hat sich immer noch trotzdem so angehört. Awa, awa, abu chwayelekele gancha. Awa, awa, vote sensubini za namcha. Awa, awa, sibona kwenzeka gancha. Awa. Okay, das so zu machen, ist in den 80er Jahren einigen Forschungsgruppen parallel eingefallen. Eine davon war in Erlangen. Und zur kurzen Geschichte dazu, die hat zu tun auch mit meinem Doktorvater, der noch mit ISDN zu tun hatte. Also ich denke, hier wissen die Leute noch alle, was ISDN ist, auch wenn es gerade abgeschaltet wird. Damals Integrated Services, man sollte doch mehr machen können, als nur Sprache übertragen. Nur 10 Jahre vorher war es Farbfernsehen in Deutschland eingeführt. Was entspricht denn der Farbe für das Telefonklang? Ja, wenigstens Musik übertragen können, ohne dass es sich schauderhaft anhört. Das hat Professor Seitzer damals zum Patent angemeldet und der Patentprüfer hat gesagt, nach Stand der Technik kann man Musik nicht so klein kriegen, dass es ohne deutliche Verluste über eine Telefonleitung geht. Unmögliche Dinge können nicht patentiert werden. Das war der Ausgangspunkt dafür, dass Seitzer gesagt hat, das lasse ich doch mal einen Doktoranden näher untersuchen. Ich war zufällig gerade dort, hatte dort meine Diplomarbeit gemacht und bin gefragt worden, ob ich das Thema nehmen will. Hab gesagt, naja, also der Patentprüfer hat recht, aber es wird schon eine Dissertation rauskommen und danach mache ich irgendwas Richtiges. Erstmal ging es auch ziemlich langsam. Die nächste Jahreszahl hier ist 1986, da war ich dann schon einige Jahre an dem Thema dran. Da gab es Ideen, digitalen Hörrundfunk für Europa zu erforschen und einzuführen. Wer hier hat einen DAB oder DAB Plus Empfänger? Es wird langsam. Wir gehen auf die 20-30% zu. Vor ein paar Jahren waren wir noch bei 1%. Wenn ich denke, dass Mitte der 90er Jahre schon behauptet wurde, bei der Einführung von DAB und im Jahr 2000 können wir dann FM-Rundfunk abschalten, war wohl nicht. Jedenfalls gab es da Forschungsgelder und es wurde in Erlangen ein richtiges Team gebildet. Mit Professor Gerhäuser als dem verantwortlichen Abteilungsleiter und mit mir an der Uni sozusagen für die Wissenschaft mit drin. Dann kam die Idee von Leonardo Sciaglione, sollte man nicht einen Videokodierstandard entwerfen, der universeller einsetzbar ist, nicht für einen Zweck. Und die erste Idee dazu war, Video auf CD-ROM zu bekommen. Und ja, der Scherz, der Böse ist immer, sie haben ein paar Monate gebraucht, um festzustellen, dass auf der CD ja der ganze Platz für Audio gebraucht wird. Und wenn es keine Stummfilme sein sollen, dann muss eben auch Audio komprimiert werden, mit niedriger Bitrate übertragen. Dann war also Standardisierung angesagt mit all den politischen Kämpfen, über die ich auch eine Stunde reden könnte, heute nicht. Jedenfalls 1992 war dann der Standard fertig, MPEG-1 mit 3 verschiedenen Modi. Einer davon war der Layer 3, der dann später den Spitznamen MP3 bekommen hat. Von da bis zur weiten Verwendung hat es noch 5 Jahre gebraucht. Aber das lassen wir heute. Hier nochmal ein Bild aus dem Standardsdokument selber. Die Grundidee aufgrund dessen, was ich vorher gesagt habe, genauso wie die Sinneshärchen auf der Cochlea, wird eine Filterbank eingesetzt,
um viele verschiedene Frequenzen, bei MP3 sind es 576, analysieren zu können. Dann wird in Echtzeit ein Modell der Vorgänge im Gehör gerechnet. Das wird verwendet, um die Quantisierung zu steuern. Dann kommen noch die üblichen Tricks wie Huffman-Kodierung und Ähnliches, um das Ganze möglichst kompakt darstellen zu können in Bitstrom, und wir sind fertig. Klingt sehr einfach. Mit heutigen Mitteln können auch Studierende einen einfachen solchen Coder innerhalb von wenigen Wochen programmieren. Bis es für alle Musik wirklich gut funktioniert, ist es aber sehr viel mehr Arbeit gewesen und auch heute noch, wenn Leute sowas versuchen. Nochmal zu Gehör und Gehirn. Sozusagen der nächste Teil. MP3-Teil ist jetzt hier abgeschlossen. Wie funktioniert das, wenn wir anschauen, was die Datenraten auch sind? Kommt ins Ohr eine ziemliche Datenrate, auch ins Gehör noch von im Bereich eben Megabit pro Sekunde rein. Das wird dann schon komprimiert auf dem Weg zu den Nervenfasern und dann kommen die höheren Schichten im Gehirn, bis hin, dass wir auditorische Objekte erkennen. Was wichtig ist, da kommt auch Rückkopplung, bis sogar ins Mittelohr, Stapediusreflex. Das heißt, die kognitiven Effekte beeinflussen das gesamte Hören. Und davon werden wir gleich noch mehr hören. Also erstmal, das Ohr ist Mechanik. Die Maskierungseffekte können wir mit mechanischen Modellen erklären. Das schließt den Übergang in Hörnerv ein. Und dann fürs räumliche Hören, für die andere Problematik, da sind dann die Vorgänge im Gehirn verantwortlich. Das Wiedererkennen von Melodien, Instrumenten, Musik, all das sind Vorgänge in den höheren Schichten im Gehirn. Und das sage ich auch allen, die es nicht glauben, dass es funktioniert. MP3, AAC und all diese Verfahren verwenden im Wesentlichen die mechanischen Vorgänge im Gehör. Das heißt, was da an Daten dann übertragen wird, entspricht ungefähr dem, was sowieso nur ins Gehirn geht. Also da kann dann auch kein Mensch einfach genauer hinhören und doch noch Unterschiede hören. Da brauchen wir dann die Psychologie, um es zu erklären zu können. Und zur Psychologie noch ein ganz bekannter Effekt. Das ist aus einem BBC-Video, was auf YouTube zu finden ist. Nennt sich McGurk, Veröffentlichung in Nature 1975, wenn ich mich richtig erinnere. Also damals habe ich es nicht mitgekriegt, aber viel später. Und jetzt bitte ich Sie mal, da taucht gleich jemand auf, der einzelne Silben redet. Schauen Sie den an und dann kommt eine Frage. Also anschauen. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, ba. Okay, was hat er gesagt? Haben wir eine einzelne Antwort vielleicht? Da, da war das, ja? Andere sagt ba, ba. Also funktioniert nicht für alle Leute. Jetzt schließen Sie die Augen und hören nochmal hin. Ba, 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 ba. Ba. Okay, ich denke, jetzt war es eindeutig. Ba, ba, hat er gesagt. Was dort passiert ist, war, dass die Mundbewegung zu anderen Silben gehört und wir dadurch eine Erwartung haben, was er sagt und was die meisten Leute hören, funktioniert übrigens im englischsprachigen Bereich noch besser als hier bei uns, wo wir von den ganzen übersetzten Filmen gewohnt sind, dass Lippenbewegung und das, was man hört, nicht zusammenpasst. Das Gehirn macht daraus ein weder noch, sozusagen eine dritte Art Silbe. Für viele Leute. Das heißt, was wir hören, ist beeinflusst durch das, was wir erwarten. Und das ist ein Effekt, dem niemand ausweichen kann. Dazu neuere Experimente aus Großbritannien. Den Leuten wurde gesagt, es geht uns darum herauszufinden, ob Vinylplatte oder die Musik vom Server besser klingen, die digitale Musik. Und dann
wurde also der Plattenspieler gezeigt, Nadel aufgesetzt, bisschen kratzen, dann gab es Musik und dann hieß es, jetzt kommt das andere, dann kam nochmal die Musik, was gefällt euch besser? Was die Leute nicht wussten, war, dass auf dieser Platte nur die Timecode-Information war, um exakt, einschließlich, dass man festhalten kann und so weiter, exakt zu synchronisieren mit genau demselben Abspielen vom Server, bloß auf die ersten 3 Sekunden war ein bisschen Katzen mit aufgespielt, wie es sich anhört, wenn die Nadel aufgesetzt wird. Die Antwort 60% statistisch eindeutig signifikant, Präferenz für Vinyl. Die Leute haben das, was sie sehen, zum Anlass genommen zu sagen, was sie meinen, das besser klingt. Ja, und das finden wir in der Hi-Fi-Szene zurzeit überall. Ob das die Leute sind, die sagen, wir sind doch alle Fledermäuse, vom auf Reflexionen hören, stimmt das auch, aber von dem, wir können 40 Kilohertz wahrnehmen, stimmt es eben nicht. Die Leute, die Kabel verkaufen für 2000 Euro und dann sagen, die Stereoanlage klingt besser, selbst wenn es nur Stromanschlusskabel ist und so weiter und so fort, bis hin zu den grünen Markierungsstiften, mit denen man die CDs beschreiben sollte, damit sie besser klingen sollte. Ich habe mir abgewöhnt, Leuten zu sagen, das stimmt nicht, weil subjektiv stimmt es ja. Das ist genau die Sache mit der Erwartungshaltung. Wenn ich sowas kaufe, viel Geld ausgegeben habe, mir Freunde sagen, dann klingt es klar hörbar besser, dann bin ich auch der Meinung, dass es klar hörbar besser klingt. Ich darf bloß nie einen Blindtest machen. Okay, wie gehen wir jetzt da um, wenn wir diese perfekte Illusion wollen? Wir müssen immer auf alle Modi aufpassen, auch auf das, was sie sehen und so weiter. Können wir da genauere Parameter angeben? Wie genau müssen wir eigentlich Schallfelder rekonstruieren? Und was macht unser Gehirn noch dazu? Wie gut passt sich unser Gehirn einer nicht perfekten Wiedergabe an? Ganz wichtig, weil wir können ja Musik genießen, auch wenn sie nicht perfekt ist. Wie funktioniert das mit dem Lernen von anderen Wiedergaben? Da gibt es eine ganze Menge. Die Reflexionen, wie gesagt, beeinflussen die Lokalisierung. Es gibt Blinde, die rein aus dem Klang eines Raums so ungefähr den Grundriss aufmalen können. Und was wir hören, wird eindeutig mit beeinflusst von dem, was wir sehen und durch die Raumakustik. Und das Ganze ändert sich noch über die Zeit. Also das ist ganz dumm für die Leute, die in klassischer Elektrotechnik-Manier Modelle bauen wollen, am besten noch lineare Modelle. Nein, die sind weder linear noch zeitinvariant. Die ändern sich. Dazu auch wieder neuere Ergebnisse aus Ilmenau. Da geht es darum zu hören und es gibt ja immer wieder Versuche, angefangen mit der Kunstkopfstereophonie über Kopfhörer, wirklich einen Raumeindruck zu bekommen, dass die Schallquellen vor mir sind und nicht in meinem Kopf. Das nennen wir dann Externalisierung. Und die Frage ist, wie gut funktioniert Externalisierung bei Klangquellen aus verschiedenen Richtungen mit einem dieser Systeme, aber mit einer simulierten Raumakustik zum einen, die zum bestimmten Raum gehört, und einer Wiedergabe, in dem die Testpersonen einfach in einem anderen Raum oder in demselben Raum sitzen. Und da gibt es selbst mit geschlossenen Kopfhörern die klare, statistisch auch wieder hochsignifikante Aussage, dass ich dasselbe Signal aufs Trommelfell geben kann. Wenn die Leute in einem anderen Raum sitzen, dann funktioniert es trotzdem anders mit der Externalisierung. Wir nennen das mittlerweile Raumdivergenz, Room Divergence. Ist ein Effekt, der lang vermutet war, aber eigentlich in den ganzen Lehrbüchern noch nicht zu finden ist. Und der auch für die Leute, die solche Systeme bauen und verkaufen wollen, nicht wirklich gut ist, weil es heißt, oh, es passt eigentlich prinzipiell immer irgendwas nicht. Ob es die gesehene Umgebung ist, die gehörene Umgebung, wir wissen auch nicht, wie viel Prozent, also das, was wir sehen, hat einen Einfluss, macht aber nicht alles aus. Was wir uns erinnern, macht einen Einfluss, ist aber auch nicht alles ein Effekt. Ja, also, wir wissen,
Die Wiedergabeumgebung beeinflusst den Höreindruck, selbst wenn sie das akustisch nicht kann, weil ich einen geschlossenen Kopfhörer auf habe. Gut, könnte noch Schallleitung über die Knochen sein, visuell oder die Erinnerung. Und wie gesagt, da ist noch einiges zu tun. Ja, jetzt als anderes Thema war ja angekündigt immersive Audiowiedergabe. Ich habe gerade schon erzählt, warum das über Kopfhörer immer noch schwierig ist. Auch wenn immer wieder Leute meinen, sie hätten es jetzt gefunden. In Wirklichkeit, was da immer wieder passiert, ist übrigens, dass die Leute sich selber eintrainieren auf bestimmte Umgebungen. Man kann das lernen. Und dann setzt man jemand anderen den Kopfhörer auf und der sagt, warum funktioniert so schlecht wie eh und je. Ja, wir wollen eigentlich akustisch auch die Illusion, das Gefühl wirklich woanders zu haben. Symbol übrigens für eine ganze Menge dieser Arbeiten, wenn man alles im Videobereich noch dazu nimmt. Ich weiß nicht, wie viele Star Trek-Fans haben wir noch hier? Ja, doch, war früher mal im Informatikbereich eigentlich fast vorgeschrieben, dass man Star Trek-Trekkie war. Ist nicht mehr ganz so. Aber das Holodeck kennen die Leute natürlich dann schon alle. Und das Holodeck ist ein schönes Symbol für eine ganze Menge an Arbeiten, die zurzeit tun. Und die ja jetzt auch erstmal über die Virtual Reality Brillen so langsam auch in den Markt kommen. Dass mir wirklich eine andere Umgebung vorgegaukelt wird, auf allen Sinnen. Ich kann dann abschalten. Und die Frage ist, was geht davon eigentlich schon? Echte Holographie ist nicht massentauglich, wissen wir alle. Deswegen hat man Stereobrillen und versucht es darüber. Mit dem Ton geht schon sehr viel mehr. Und da gibt es Versuche auch über die Jahrzehnte schon, angefangen mit klassischem Surround Sound, 5 Kanäle, beziehungsweise bei Dolby Surround 4 Kanäle und die hinteren waren dann auf gegenphasig gestellt. Im Kino zunächst, dann die ganzen diskreten 5.1-Verfahren, 7.1, die Japaner pushen sehr 22.2 an Kanälen. Das sind also klassische Verfahren. Und daneben gibt es noch Verfahren, die versuchen, mit möglichst wenig Aufwand trotzdem in einem Raum das gesamte Wellenfeld wiederherzustellen. Die bekanntesten Vertreter davon sind Ambisonics und Wellenfeldsynthese. Grundidee hat man eigentlich alle schon mal in der Schule gehabt, das Huygensche Prinzip. Das war für den Lichtwellenbereich nach dem Motto, wenn wir eine Primärquelle haben, dann können wir, indem wir an vielen Stellen theoretisch, mathematisch dichte Wiedergabe sekundären Quellen nehmen, dasselbe in der Überlagerung ein Wellenfeld erzeugen, was dem ursprünglichen entspricht. Und dazu brauche ich im einfachsten Fall eigentlich nur Anpassung einer Verzögerung und der Lautstärke. Wenn wir ein bisschen mehr in die Elektrotechnik gehen, wird es auch etwas komplizierter. Ein Weg, das zu erklären, ist eine mögliche Lösung des Wellenintegrals bzw. der Differentialgleichung fürs Wellenfeld. Und damit kommen wir auf das sogenannte Kirchhoff-Helmholtz-Integral, wo ich nicht in die Detail gehen will. Das heißt aber, wenn Sie hier schauen, wir haben ein Integral über die Oberfläche der Bedingungen dort und mit den entsprechenden Parametern dahinter können wir Druck und Schnelle an jeden Punkt im Raum bekommen aus den Verhältnissen auf der Oberfläche. Das heißt, das ist mathematisch bestimmt, das heißt, wir können es auch rekonstruieren. Und was machen wir daraus? Eine Linie, da sind jetzt Vereinfachungen drin, die bedeuten, dass es schon nicht mehr ganz so gut funktioniert, aber immer noch sehr beeindruckend. Eine Linie von Lautsprechern um einen Raum mit den richtigen Ansteuerfunktionen können wir dann die Tonquellen wiedergeben und ein Schallfeld erzeugen wie im wirklichen Raum. Was bedeutet im normalen Raum, wenn ich eine Surround-Wiedergabe habe und ich bewege mich, dann werde ich feststellen, okay, irgendwann höre ich, der Ton kommt von dem Lautsprecher und der von dem und außerdem passt es nicht wirklich.
Im Fall der Wellenfeldsynthese passt es, weil selbst mit Kopfdrehen oder Bewegung alles ist wie in einer richtigen Umgebung. Wie gesagt, mit bestimmten Einschränkungen, erstmal mit sehr viel Aufwand, da haben die Leute aber weitergemacht, um das besser hinzukriegen. Übrigens gibt von der Mathematik her noch eine äquivalente Methode, das ist sogenannte Ambisonics-Wiedergabe, auch schon Jahrzehnte alt von der ursprünglichen Formulierung her. Und das ist eine Reihenentwicklung nach sogenannten sphärischen Harmonischen. Das heißt, erste Ordnung, nur der Druck sozusagen, alles wie ein Mikrofon ohne Richtwirkung, Kugelmikrofon. Dann hätte ich zum Beispiel ein Mikrofon mit bestimmten Richtungen, jeweils die 3 X, Y, Z als Richtungen, das ist dann die erste, nullte Ordnung, erste Ordnung und so weiter. Wenn ich das immer weiter treibe, dann komme ich insgesamt auch wieder zu einer sehr genauen Annäherung an die ursprüngliche Wellengleichung. Allerdings auch da wieder Probleme, weil ich den Aufwand nicht ins Unendliche treiben will, was funktioniert oder nicht. Insbesondere habe ich bei Ambisonics das Problem, wenn ich die Ordnung nicht hoch genug treibe, dann habe ich wieder einen Speedspot, ähnlich wie bei normaler Surround-Wiedergabe. An dem Punkt in der Mitte stimmt's, weiter außen stimmt's nicht mehr so gut. Was können wir damit machen? Das Ganze ist sehr früh schon verbunden worden mit der Idee der objektbasierten Schallaufzeichnung. Ein Professor in der TU und Delft, der die Ideen seinerzeit vorangetrieben hat, auch der Wellenfeldsynthese, der hat das dann bezeichnet als Paradigmenwechsel von der kanalbasierten Übertragung und Wiedergabe zur objektbasierten. Das heißt, die Idee ist, ich habe als Aufzeichnungsformat einfach verschiedene Schallobjekte mit Metadaten. Also wo kommt der Klang her? Ein paar weitere Eigenschaften mit drin. Das wird übertragen, zum Beispiel zu meiner Anlage zu Hause. Und die wiederum kennt die Position der Lautsprecher und kann dann optimal errechnen, die Funktionen, sozusagen den Schall von all den einzelnen Lautsprechern, um ein Schallwellenfeld, wie es dem von der Übertragung her vorgegebenen am besten entspricht, zu rendern, wiederzugeben. Ich habe also eine völlige Flexibilität auf der Seite der Speicherung und auf der Wiedergabeseite. Das heißt, und das geht jetzt wieder ziemlich lang zurück, ich glaube vor knapp 20 Jahren habe ich es das erste Mal so formuliert, eigentlich möchte ich eine intelligente Stereoanlage zu Hause. Ich kann nur die Lautsprecher an bestimmten Stellen hinstellen. Gut, vielleicht als Flachlautsprecher noch an die Wand, wie Fenster. Jedenfalls schließe ich die Dinge irgendwie an. Die Anlage misst sich automatisch ein. Sag vorher, geh mal lieber raus. Das sind keine angenehmen Klänge für die nächsten 15 Minuten. Und dann misst sie sich ein und errechnet den besten Klang für die verschiedenen Hörpositionen. Wir sind noch nicht ganz da, aber es geht schon deutlich in die Richtung. Wir haben sowas versucht, schon an verschiedenen Stellen einzubauen, unter anderem zusammen mit der Firma Audi 62 Lautsprecher in einen Q7 mit Hilfe eines Zulieferers. Wir können die nicht so gut verstecken, die Lautsprecher, aber Sie sehen es vielleicht oben unterm Fenster. Dahinter sind die Lautsprecher. Das ist ein Demonstrationsfahrzeug, was eigentlich einfach nur zeigen soll, was an Klang in einem Auto ultimativ möglich ist. Bis zur Serie dauert es leider noch etwas. Erst einmal war es den Leuten doch zu viel Aufwand. Was schon viel länger in Betrieb ist, falls jemand von Ihnen mal zu den Bregenzer Festspielen kommt, die haben zum einen im Bühnenbild viele Lautsprecher versteckt, sodass man sie nicht sieht. Und zum anderen, was man auf dem Bild hier, ja, da unten sieht man gerade den Anfang davon, eine Linie von 800 Lautsprechern um den ganzen Zuhörerbereich. Und damit wird zweierlei erreicht. Zum einen
die passende Verstärkung, sodass die Leute, die 7000 maximal, die da sitzen können, trotzdem das Gefühl haben, da kommt der Schall her von den Opernsängern, die unterwegs sind. Und zum anderen, dass die Akustik, die im Freiraumbereich, Freiluftbereich immer nicht mit einem guten Konzertsaal mithalten kann, dass die künstlich über Reflexionen, die künstlich erzeugt werden, auf Konzerthallenqualität gebracht wird. Das heißt, man hat trotzdem das Gefühl, man hört Oper wie in der Konzerthalle und nicht wie im Freifeld. Oder mittlerweile gibt es mehr. Das erste war das Planetarium in Jena. Da sind dann auch Lautsprecher dahinter versteckt. Bisher musste in Planetarien der Ton immer eher auf Mono gemischt werden, weil je nachdem, wo die Leute sitzen, gibt es so schöne mittlerweile Shows, die dort laufen und alles Mögliche. Das funktioniert jetzt auch mit so einer Wiedergabeanlage mit Wellenfeldsynthese verwandten Algorithmen. Ja, damit bin ich auch schon ziemlich am Ende. Diese Technologien, über die ich zuletzt geredet habe, sind insofern ganz spannend, weil sie an der einen Stelle im Einsatz sind und auf der anderen Seite noch sogar Grundlagenforschung notwendig ist. Wir müssen immer noch besser verstehen, wie unser Gehirn funktioniert bei der räumlichen Schallwiedergabe. Also, wenn wir uns anschauen, die Jagd nach der ultimativen Tonqualität geht weiter. Manches ist gelöst, manches findet gerade erst den Weg in den Markt. An anderen Stellen braucht es die Grundlagenforschung noch. Ganz wichtig und für viele Leute mit der klassischen Ausbildung schwer zu verstehen, wo es ums Hören geht, brauchen wir Wissen aus anderen Wissenschaftsdisziplinen. Die klassische Signalverarbeitungstheorie reicht nicht aus. Oder quadratische Fehlermorse, oder Sie haben alle mal lineare Algebra gehört, euklidische Distanz, ist da fehl am Platz. Leider, man kann so schön optimieren in diesen Bereichen. Aber die Optimierungsversuche gehen in die falsche Richtung. Also, hilft nicht. Und insgesamt, für mich sehr spannend, nach all den Jahren an dem Thema, trotz aller Forschung und Milliarden wörtlich an Geräten, welche die digitale Signalverarbeitung von Audio schon einsetzen, es geht weiter und es ist weiter spannend und für mich immer insbesondere spannend, viele junge Leute zu haben, die neue Ideen haben und das Ganze weitertreiben. So viel und ich glaube, jetzt haben wir noch ein paar Minuten auch für Diskussion. Dankeschön. So, jetzt sollte da was auftauchen. Ich habe ein technisches Problem, ist natürlich super, genau jetzt. Ich weiß, da ist eine Frage, weiß ich zumindest, dass sie da ist. Sonst müssen wir auf die klassische Methode zurückgehen, dass sich jemand meldet und das Mikrofon gehalten genau, bekommt. Genau. Moment. Ah, jetzt kommt was. Und jetzt brauche ich noch die Brille. Gut. Also, ich komm hoch. Die Frage ist, genau, Sie sehen das war für die Musikindustrie wirklich disruptiv. War das Absicht? Und in dem Sinn war es ganz sicher nicht Absicht. Und wir haben in unserem Team auch immer ganz intensiv die Meinung vertreten nach dem Motto, die Künstler, alle, die helfen, Musik zu erzeugen, sollten auch fair entlohnt werden. Also, die Idee nach dem Motto, wenn mal Musik da ist, muss sie doch frei verteilt werden können, warum soll ich dann noch Geld sehen, die haben wir nie vertreten und wir haben auch versucht, mit der Musikindustrie zu arbeiten, dass der notwendige Übergang, der schon sichtbar war, schmerzfreier funktioniert, als es nachher der Fall war. Sie haben leider an den Stellen nicht auf uns hören wollen. Nächste Frage, wie stehe ich zu AAC? Auch die Frage ist sehr schmerzfrei zu beantworten, weil ich an AAC selber mitgearbeitet habe und auch das Team in Erlangen wesentliche Anteile hat. Ja, AAC kann bei gleicher Bitrate deutlich bessere Audioqualität als MP3 erzeugen
und hat vor allem bestimmte Geburtswehen von MP3 nicht. Selbst bei den höchsten Bitraten gibt es ein paar Signale, wo trainierte Hörer ohne weiteres den Unterschied zum Original hören können. Bei AAC, wenn ich hoch genug gehe, ist das nicht mehr der Fall. Also ja, AAC ist besser. Ein Wort zur Elbphilharmonie. Nee, ja, ist jetzt so. Kenne ich leider noch nicht. Ich bin gespannt, da mal hinzugehen. Aber ich muss sagen, die Raumakustik ist zwar ein Nachbargebiet, aber ich habe auch viel zu wenig Gelegenheit gehabt. Ich würde auch gern mal nach Wien zum Musikverein Signal dort ein echtes Konzert hören. Ist mir leider noch irgendwie nicht gelungen in den Jahren. Ab welchen Bitraten ist meiner Erfahrung nach komprimiertes Audiomaterial klanglich nicht mehr von unkomprimiertem Material unterscheidbar? A, ich weiß, welche Signale ich nehmen muss, zum Beispiel bestimmte trocken aufgenommenen Kastagnetten. Da hilft auch keine hohe Bitrate. Das hören Sie, wenn Sie wissen, auf was Sie hören müssen, diesen Unterschied bei MP3 immer. Das heißt, wenn sich Leute da beschweren über die Tonqualität, dann frage ich erst nach, was hören Sie? Und wenn Sie sagen, Sie haben bei niederen Bitraten ein auf dem Signal oder Sie haben bei perkussivem Material ein bisschen verwischt die Anschläge, dann sage ich, ja, ist richtig. Wenn ich etwas höre von, da fehlt Dynamik bei den tiefen Frequenzen, dann erzähle ich die Geschichte von der Psychologie und warum die Leute was hören, was nicht wirklich da ist. Bei AAC ist es anders. Bei AAC haben wir mal einen Versuch gemacht, ich glaube, das waren 160 oder 192 Kilobit pro Sekunde und da haben wir niemanden mehr gefunden, der zuverlässig unterscheiden konnte. Das heißt, das, was jetzt Apple macht im iTunes Music Shop mit 256 Kilobit AAC, ist meiner Ansicht nach so gut, wie es nur werden kann. Ansonsten ist immer auch die Frage, welche Encoder. Man kann viel falsch machen. Und ich höre immer mal wieder per Kopfhörer in Internetradio rein und erschrecke fürchterlich, was einem da geboten wird. Wir nehmen noch eine Frage, die Sie jetzt sehen. Also das war die schon. Gibt es Lebewesen, die aufgrund ihrer Innenohrstruktur MP3-codierte Audio nicht hören können? Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja viele oder gab, ich hoffe, heute werden die nicht mehr gemacht, früher eine ganze Menge unappetitliche Versuche mit Katzen, weil deren Gehör eigentlich ähnlich aufgebaut ist wie das des Menschen. Ich bin selber, wir haben Katzen zu Hause, ich mag sowas gar nicht. Ja. Da würde ich sagen, sind dieselben Effekte auch vorhanden. Also insofern kann ich sagen, weiß ich nicht genug. Okay, dann möchte ich schließen mit... Danke für lizenzfreie MP3. Ist ja nicht wirklich. Kostet ja. Kostet ja. Insbesondere die Firmen, die das einbauen, kostet sehr wohl. Sehr schön. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Okay.